Radiologie, Nuklearmedizin, Strahlentherapie. Dies sind die drei Fachbereiche der medizinischen Technologinnen und Technologen für Radiologie. Als MTRs führen wir alle vorhandenen Untersuchungsmethoden selbstständig durch. Das Team der Radiologie ist für die Bildgebung unserer Patienten verantwortlich. Das konventionelle Röntgen stellt das bekannteste Verfahren dar. Ein optimales Röntgenbild zu erstellen, ist unser tägliches Ziel. Somit steht neben der technischen Bedienung auch eine zugewandte und fürsorgliche Betreuung unseres Patienten im Mittelpunkt. Wir schauen mit Hilfe von Röntgenstrahlen in das Körperinnere unserer Patienten. Mit unseren mobilen Röntgengeräten erreichen wir diejenigen Patienten, die es eigenständig nicht zu uns schaffen. Der wechselnde Kontakt mit Menschen macht unseren Beruf so vielseitig wie herausfordernd. Eine weitere Methode ist die Computertomographie, auch CT genannt. Um genauere Diagnosen zu stellen, nutzen wir die Gabe von Kontrastmitteln. Sekundenschnell erzeugen wir eigenständig Aufnahmen des gesamten menschlichen Körpers. Die Angiographie beschreibt die Darstellung der Blutgefäße mit Kontrastmitteln. Bei dieser Röntgenmethode behandeln wir in sterilen Eingriffen erkrankte Blutgefäße. Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren ärztlichen Kollegen, den Radiologen, zusammen. Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Patienten liegen uns am Herzen. Ein Verfahren ohne Röntgenstrahlen ist die Magnetresonanztomographie, kurz MRT. Eine sorgfältige Lagerung, hier eines verletzten Fußes, und eine präzise Planung gehört zu unseren Kernaufgaben. In der Neuroradiologie sind die MTRs auf die Untersuchung des Gehirns und des Rückenmarks spezialisiert. Wir sind für unsere Patienten da. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Unser Bereitschaftsdienst deckt zu jedem Zeitpunkt die maximale Patientenversorgung ab. In stressigen Situationen behalten wir einen kühlen Kopf. Wir übernehmen Verantwortung und als Teil eines großen Teams retten wir Leben. Dieses Gefühl motiviert uns jeden Tag als MTR zu arbeiten. Wir sorgen für eine schnelle Bildgebung, wenn jede Sekunde zählt. Eine weitere Säule der Radiologie bildet die Nuklearmedizin. In diesem Bereich kommen schwach radioaktive Arzneimittel zum Einsatz, die wir unseren Patienten verabreichen. Als MTRs stellen wir diese Substanzen eigenständig in einem Speziallabor her. Wir stehen unseren Patienten von der Verabreichung der radioaktiven Substanz bis hin zur Auswertung der Aufnahmen zur Seite. Wir nehmen Ängste und bauen jeden Tag ein positives Vertrauensverhältnis zu unseren Patienten auf. Durch die Einhaltung der Strahlenschutzmaßnahmen ist der Umgang mit radioaktiven Substanzen für uns ungefährlich. Der Patient sendet die Strahlung von innen aus. Dies ist ein besonderes Merkmal der Nuklearmedizin. Unsere Geräte fangen die ausgesendeten Strahlen auf und bilden Stoffwechselvorgänge ab, um Krankheiten aufzudecken. Ein weiteres Einsatzgebiet für MTRs ist die Strahlentherapie. Durch die gezielte Anwendung von energiereicher Strahlung werden Tumorerkrankungen behandelt. Die präzise Bestrahlung führen wir selbstständig am sogenannten Linearbeschleuniger durch. Wir bauen eine persönliche Beziehung zu unseren Patienten auf, bereits vor der Bestrahlung im Planungs-CT. Wir fertigen Lagerungshilfen an, hier eine Maske. Diese gewährleisten die gleiche Position bei jeder Anwendung in der gesamten Behandlungsserie. Die dreijährige Ausbildung zur medizinischen Technologin und Technologen vereint alle genannten Bereiche der Radiologie. Sie wird an speziellen Gesundheitsfachschulen wie hier in Mainz angeboten und schließt mit einer staatlichen Prüfung ab. Die umfangreiche theoretische und praktische Ausbildung bietet den Auszubildenden einen abwechslungsreichen Alltag. MTR. Das bedeutet moderne Technologie und soziale Verantwortung. Unsere Patienten geben uns jeden Tag das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Wir genießen ihr Vertrauen. Wir erfahren Wertschätzung und Dankbarkeit. Wir arbeiten im Team auf Augenhöhe. Wir sind Experten auf unseren Gebieten.
Wir sind medizinische Technologinnen und Technologen für Radiologie.